ein zentrales Thema diese Woche, das Thema Migration. Hier haben wir in insgesamt 8 umfangreichen Gesetzen Maßnahmen definiert, wie wir auf der einen Seite eben eine geordnete Zuwanderung sicherstellen können, Fachkräfte hier in Deutschland binden können. Dafür wurde der Rahmen gesetzt, dass auch der Fachkräftemangel, insbesondere auch in der Region bei uns, behoben werden kann, dass Qualifizierung zählt und dass arbeitswillige Menschen auch hier in Deutschland gerne willkommen geheißen werden. Und daneben das geordnete Rückkehrgesetz regelt eben den Rechtsstaat, dass wir eben dafür sorgen, dass Leute, die eben keine Aufenthaltsgenehmigung mehr hier haben, dass die auch wieder in die Länder zurückgehen, wo sie hergekommen sind. Ja, und lassen Sie mich eins zu der Debatte sagen. Etwas erstaunt war ich heute Morgen gewesen, dass die Grünen und die Linken eine Geschäftsordnungsdebatte beantragt haben. Der Tenor hieß, wir hätten keine Zeit, um die Gesetze zu beraten. Da kann ich klar sagen, das ist reine Verzögerungstaktik. Schon seit 8 Wochen wurden die Gesetze in erster Lesung hier beraten, dann wurden sie in den Ausschüssen beraten. Und es gab genügend Zeit, auch sich in diesen 8 Wochen eine Meinung zu bilden. Und irgendwann muss man sagen, man muss auch darüber abstimmen und Gesetze umsetzen. Daran werden wir gemessen. Das schaffen wir hier in Berlin. Und von daher bin ich froh, dass diese Maßnahmenpaket umgesetzt wurden. Pfingsten haben wir, steht vor der Tür. Bin wieder zu Hause. Heute Abend fliege ich nach Hause. Eine Gruppe aus der Heimat habe ich eben noch begrüßt, die Feuerwehr aus Mandern. Die sind jetzt freudig auf die Kuppel hochgegangen und ich wünsche Ihnen ein schönes Pfingstwochenende und Ihnen allen ein schönes Pfingstwochenende. Vielleicht sieht man sich ja zu Hause. Bis dann. Tschüss.